Hallo, ich bin zurzeit gerade unterwegs und deswegen nicht wirklich live bei euch und habe diesen Clip vorbereitet für euch, damit ihr etwas habt. Ich möchte mit euch die Basis anschauen, um sicherzustellen, dass keine Fehler im Übungsprogramm von euch drin sind. Es sind ganz wichtige Sachen, angefangen bei der richtigen Faust. Eine richtige Faust mache ich, indem ich 1, 2, 3 meine Finger, meinen Daumen drüber. Normalerweise etwa über 2,5 Finger. Schlag, und ich beim geraden Fußschlag mit diesen zwei Knöcheln. Gefühlt schaut das mein Handgelenk eher ein bisschen nach oben. Wenn ich seitlich schlage, nutze ich die drei da und schlage da. Was wir im Hungar in unserer Familie nie machen, wir haben unseren Ellbogen nie draussen. So, wir nehmen den immer rein. So, wir stehen, wenn wir gerade ausschlagen, ist der Ellbogen drin. Es gibt natürlich den Schwinger, dort ist es eine Ausnahme. Aber beim normalen Fußschlag nach vorne sind wir immer mit dem Ellbogen nach oben. Wir strecken nie durchstrecken, wir schlagen nie ins Gelenk hinein. Das ist ganz wichtig als Anfänger. Wenn ich meine Basisübungen habe, dann geht die Kraft, die nach vorne geht, geht da auch nach hinten. So, ich habe gleichzeitig da einen Zug drauf, wenn ich da nach vorne schlage. Ich schlage in meine eigene Mitte. Wie gesagt, das Ellbogengelenk ist nach oben. Die Schulter bleibt dahinten. Allerdings nicht so dahinten, nicht übertrieben dahinten, sondern nicht so, sondern einfach normal, leicht nach vorne kommend. Das ist dann richtig. So viel Faust und zum Faustschlag. Das Handgelenk schaut eher nach oben. Ellbogen nicht durchgestreckt, nach oben gerichtet, die Schulter dahin lassen. Achtet euch darauf, bei jedem Mal, wo ihr übt, dass die Punkte richtig sind. Als nächstes schauen wir unsere wichtigste Stellung an. Das ist Seipin Ma, die Ritterstellung. Seipin, Sei heisst Yat Isam Sei, Sei, vier. Viermal. Eins, zwei, drei, vier. Ich sage amigs 3,5, weil das letzte wäre so, ist es aber nicht, es ist nur nach vorne gerichtet. Wenn ich jetzt runtergehe, ist wichtig, dass mein Rücken gleich bleibt. Das heisst, wenn ich jetzt da runtergehe, gehe ich gerade runter. Und meine Kraft bleibt über dem Fuß. Das heisst, meine Knie und der Fuß sind in einer Linie. Ich bleibe da oben aufrecht. Und das ist meine Ritterstellung. Ich habe Spannung drin, stehe auf dem Fersen, hebe mit den Zehen. Das ist meine Stellung. Blick geradeaus auf einen Punkt fixiert. Tief oben abatmen, meinen Unterbauch. Rücken gerade. Je nachdem, Brust, Rücken, alles angespannt. Schauen wir uns gerade schnell an. Ich habe den Simon dabei. Der Simon geht in diese Stellung. Vielleicht gerade zuerst so schräg, damit ich das so zeigen kann. Genau. 2, 3, 4, jawohl, 3,5. Jetzt der erste wichtige Punkt ist da. So wie ich gesagt habe, das Knie darf nicht über dem Fuß sein. So falsch ist, mach mal bitte falsch, mach ein bisschen drauf, ja, das ist falsch und das ist eine Fehlbelastung. Das wird Probleme geben mit dem Knie. So mal ein bisschen drauf, ja. Auch der mit der Tiefe nicht übertrieben am Anfang. Komm noch ein bisschen höher, noch ein bisschen. Auch das ist am Anfang voll okay. Der Körper muss sich zuerst an die Belastung gewöhnen, weil die ist nicht ohne. So, das Knie oberhalb. Kannst du dich mal drehen, bitte, zur Kamera. Genau. Normalerweise gehen wir mit diesen Schritten auseinander. Jetzt, wenn wir von vorne schauen, kannst du mal Knie reinfallen lassen. Ja. Das ist falsch. So, wir drücken die Knie raus. Sie sind aufrecht. Füße nehmen wir zurück bis zur letzten Rippe, haben Spannung da drin, sind aufrecht, nicht fallen lassen und wir stehen tendenziell mehr auf dem Fersen und heben mit den Zehen. So eine kleine Selbstkontrolle ist, wenn da vorne beim Schienbein der Muskel, der da ist, wenn der voll angespannt ist, voll belastet ist, dann sind wir richtig unterwegs. Die Stellung ist wirklich am Anfang sehr, sehr anstrengend. Darum üben Sie langsam, dafür täglich. Wir gehen noch schnell einen Schritt weiter. Ich zeige euch, wie früher in der Chiu-Familie, kannst du mal schnell aufstehen und entspannen, die Stellung geübt worden ist. So, man hat hinten einen Stock gehabt.
Und man hat noch unten einen Stock gehabt. Ich gehe nochmal schnell runter. Ich kämpfe gerade mit meinem Schuhbändel. Man hat vorne einen Stock gehabt, und zwar Mitte Oberschenkel ist er da drauf gelegen. So wie es jetzt da bei ihm ist, Mitte Oberschenkel. Das ist extrem anstrengend. Das ist aber so, wie ich das von meinem Sifu und von meinen Sihings in Hongkong auch gelernt habe. Üblicherweise hat man noch einen dritten Stock gehabt, wo man da hinten rein da hat, weil das, was mit Simon auch gerade ein bisschen passieren ist, kommt noch mal ein bisschen rauf, dass man gerade bleibt. Und über die erste Zeit, warte mal schnell, ja, kannst du runter? Über die ersten Monate hat man dann an dem gearbeitet. Das war dann die Übung. Die Füße möglichst versuchen, anzuziehen, hinten gerade, und dann kommt das gut. Das ist eigentlich so, wie in unserer Familie die Ritterstellung geübt worden ist. Ich befreie dich gerade wieder daraus raus. Ich heb sie, kannst du loslassen. Ja. So, nehmt das als Übung mit. Arbeitet daran. Versucht daran, langsam euch daran anzutasten. Das ist mir wichtig und das gibt eine wunderschöne Basis, die nachher verhebt für die Zukunft. Viel Spass beim Üben und viel Energie für dich.